Ja, einen wunderschönen guten Abend bei dem hier in Köln unfassbar useligen Apriltag. Gerade hat die Sonne geschienen, davor ist die Welt untergegangen. Ich freue mich hier in meinem schönen Kämmerlein zu sein und begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Auftakt-Webinar von vier Webinaren. Erste Schritte heute mit dem Thema IQ. Mein Name ist Matthias Bode, ich bin Professional Development Specialist bei Smart Technologies, befasse mich hauptsächlich mit Training und Arbeiten zu Content und vielen, vielen anderen Themen und freue mich heute, dieses, wie gesagt, erste von vier Webinaren mit Ihnen durchzugehen. Anfangs vielleicht zwei, drei organisatorische Sachen, weil wir wissen, dass die Frage immer wieder kommt. Die Teilnahmebestätigung werden Sie im Nachgang zu diesem Webinar erhalten. Genauso die Datei, die wir heute im Laufe dieses Webinars erstellen werden, werden wir Ihnen dann auch mit der Teilnahmebescheinigung zukommen lassen. Ich freue mich heute, dass ich Unterstützung habe von meinem Kollegen Tim Leisenberg, der im Hintergrund die Fragen von Ihnen entsprechend im Auge hat. Also, wenn Fragen aufkommen, wir haben relativ viele Teilnehmer heute, Teilnehmerinnen heute. Da ist es leider immer schwierig, dann auch Ihre Mikrofone zu öffnen. Deswegen sind die jetzt standardgemäß leider aus. Da können Sie so viel drücken, wie Sie wollen. Das wird nichts bringen. Aber bitte gerne einmal in die entsprechende Maske in der GoToWebinar-Funktion eingeben. Und ich werde dann versuchen, so die letzten 10, 15 Minuten der heutigen 60 Minuten dafür zu nutzen, etwaige Fragen von Ihnen zu beantworten. Sehr gut. Ich arbeite tatsächlich jetzt gerade hier noch mit meinem angeschlossenen Rechner. Sie sehen, ich habe hier eine Smart Notebook-Datei für diejenigen, die schon mit Notebook mal gearbeitet haben in den letzten 25 Jahren. Dann werden Sie dieses Symbol sicherlich kennen. Ich werde jetzt gleich in die IQ-Funktion umschalten und der erste Punkt, den ich heute mit Ihnen durchgehen möchte, ist erstmal die IQ-Startseite. Was ist das überhaupt? Was für Möglichkeiten haben wir da? Einfach wirklich mal kurz die wenigen, aber doch sehr mächtigen Funktionen, die unser IQ-System dort zur Verfügung stellt, entsprechend zu zeigen. Wie komme ich auf diese Startseite? Das haben wir eigentlich sehr, sehr gut und sehr einfach gelöst. Das ist so ein kleines bisschen wie bei naja, den älteren Telefon oder Tablets. Meine Mutter, 80 Jahre alt, hat irgendwann mal ein Tablet von mir bekommen. Ich habe ihr immer gesagt, Mutter, wenn du dich verlaufen hast, dann drück da unten auf den Home-Button, dann kommst du immer auf die Startseite. Genauso haben wir das jetzt hier. Ich stehe gerade an einem Smart Day der sogenannten 6000er-Serie. Da ist der Button immer hier vorne zentral in der Mitte. Bei der aktuellen Serie MX immer ganz gut zu erkennen, die 6000 SV3, zwei unterschiedlich farbige Stifte. MX sind immer zwei gleiche Stifte an der Stelle. Haben wir bei der neuesten Serie auch einen kreisrunden Button, der auch leuchtet hier direkt in der Mitte. Ansonsten finden Sie einen Knopf mit einem kleinen Häuschen als Symbol und dann können Sie da drauf drücken und kommen erstmal hier auf die Startseite von IQ. Wie gesagt, das ist das, was ich Ihnen als erstes einmal zeigen möchte. Welche Funktionen haben wir entsprechend hier? Um das ein bisschen besser zu visualisieren, mache ich Folgendes. Nur für die 6000 SV3 gibt es den sogenannten Zauberstift. Viele kennen den auch noch aus der Smart Notebook Software, wo ich also so ein bisschen die Fokussierung der Schülerinnen und Schüler lenken kann. Jetzt in dem Fall mache ich das mit Ihnen und damit Ihnen das noch ein bisschen einfacher fällt. Ich bin gar nicht so wichtig. Ich schalte mich jetzt nun mal oben klein in die Ecke, sodass Sie sehen können, wo ich hier entsprechend agiere. Kommen wir einmal direkt prominent hier an die erste Stelle. Wenn, wie in dem Fall, ich das Smartboard, nachdem ich mit dem Unterricht fertig war, nicht gereinigt habe, sehe ich tatsächlich noch, in welchen Dateien ich mich kürzlich bewegt habe. Wenn das System vorher gereinigt wurde, und dann ist diese Spalte grundsätzlich leer. Was Sie dann aber immer haben, und das ist für mich erstmal so der wichtigste Punkt, ist hier diese Funktion Whiteboard. Also die Möglichkeit, erstmal dieses IQ-System, was hier
auf dem Display läuft, ohne angeschlossenen Rechner, ohne angeschlossenes Endgerät. Sie müssen nur in den Klassenraum reinkommen, das System starten und finden dann hier diese Whiteboard-Funktion. Das Whiteboard ist für Sie erstmal das erste Medium, um einen digitalen Tafelanschrieb zu generieren. Standardgemäß haben wir auch mit dem Browser unter den Favoriten. Sie können das natürlich auch in den Favoriten eigenständig definieren. Wenn Sie zum Beispiel sagen, wir arbeiten mit einer Learn-Management-Lösung, wo ich meine Dateien auch über einen Browser entsprechend abrufen kann oder über eine App, dann besteht die Möglichkeit, auch hier die zentralen Apps, aber auch Internetseiten für Sie zu hinterlegen. Wie das Ganze geht, zeige ich gleich nochmal. Dann haben wir hier unten 4 Funktionsknöpfe in der Smart IQ-Lösung. Das ist einmal der Datei-Button. Das ist, sieht auch schon so ein bisschen so aus wie so ein Windows Explorer, also wo ich verschiedene Dateien an verschiedenen Stellen über dieses System erreichen kann. Daneben haben wir die Funktion Apps. Also Apps, die möglicherweise hier auf dem System schon vorinstalliert sind oder die installiert werden können. Daneben noch den Bereich Input. Da komme ich gleich auch nochmal zu. Das ist die Möglichkeit, dass Sie externe Geräte, die an dem Smart Display per Kabel angeschlossen sind, entsprechend zu nutzen und natürlich eine der am häufigsten verwendeten Funktionen, wenn es um den Einsatz von mobilen Endgeräten, sprich Tablets oder Phones oder Laptops geht, die einfach nur das Bild einmal übertragen sollen, wo gar nicht irgendwas Interaktives passieren soll, dann bietet sich an der Stelle die Bildschirmfreigabe an. Zu dem Whiteboard komme ich gleich nochmal dediziert. Ich möchte schon mal ganz kurz den Dateimodus hier zeigen. Ganz, ganz wichtig ist nämlich, das passiert mir fast in jeder Schulung. Ich hatte gerade vom Reinigen gesprochen, dass also diese Startseite bereinigt ist. Dort die Dateien, die ich vielleicht im Laufe des Tages oder der Unterrichtsstunde erstellt habe, einfach nicht mehr da sind. Diese Dateien sind aber natürlich nicht weg. Das heißt, Sie sehen hier, ich könnte jetzt bis Juli 2021 zurückscrollen und würde alle Dateien finden, die ich jemals darauf erstellt habe. Warum sage ich das? Weil es oft Lehrkräfte gibt, die sagen, oh, diese Datei hätte gar nicht mehr auf diesem System sein sollen. Das war vielleicht, weil wir über ein internes Meeting gesprochen, also über eine interne Konferenz gesprochen haben und dort Sachen festgehalten haben. Also ganz wichtig für Sie, nur weil es vielleicht nicht auf der Startseite ist, es ist auf jeden Fall noch in dem System zu finden, sollten Sie definitiv sagen, also das darf nicht weiter auf dem System zu finden sein. Einmal für etwas länger als eine Sekunde gedrückt halten. Sie sehen, dann erscheint hier so ein blauer Rahmen und ich bekomme die Option, das zu löschen. Erst dann ist diese Datei von diesem Display verschwunden. Geneigte Smart Notebook-Nutzer haben es vielleicht schon erkannt. Wir arbeiten hier mit dem Smart Notebook-Dateiformat. Das heißt, da können wir auch gewährleisten, dass Sie die Dateien, die Sie vielleicht bis jetzt über einen Laptop generiert oder auch mit einem Laptop an das Display gebracht haben, auch einfach hier auf der IQ-Oberfläche weiter verwenden können. Bei den Apps haben wir einige Apps, die Sie direkt installieren können. Es gibt zum Beispiel ganz häufig genommen der Rechner natürlich, aber zum Beispiel auch die WPS Office App, um PowerPoint, PDF, Excel, Word-Dateien zu nutzen. Sie können natürlich auch die entsprechenden Office-Apps installieren. Sie können als Lehrkraft, sollten Ihre Administratoren das nicht gesperrt haben, alle Apps installieren, die Sie hier finden. Das sind natürlich nicht alle Apps, die grundsätzlich im Play Store von Google verfügbar sind. Da ist es dann nur so, dass dann nur die Administratoren, die hier mit ihren Smart Displays, also auf technischer Ebene arbeiten, die haben dann nur die Möglichkeit und die Berechtigung, Apps, die jetzt hier noch nicht vorinstalliert sind, auch auszurollen. Also da bitte immer Rücksprache mit den Kolleginnen bei Ihnen in den Rechenzentren, in den IT-Support-Stellen. Vielleicht ist es auch eine Lehrkraft, die bei Ihnen in der Schule sich um das Thema kümmert. Also hier alle Apps frei verfügbar, in dem App Store auch nur die Apps,
die grundsätzlich lizenzrechtlich unbedenklich sind und die redigiert wurden von uns, die haben Sie hier zur Verfügung. Und bei allem anderen liegt dann halt natürlich die Verantwortung bei den Kollegen aus der IT-Abteilung. Ich überspringe bewusst einmal den Input-Knopf, gehe einmal hier auf die Bildschirmfreigabe. Das ist unsere Smart Mirror App, die entsprechend die Möglichkeit bietet, mit mobilen Endgeräten zu kommunizieren. Sie kennen das via AirPlay oder Google Cast oder Miracast. Damit haben Sie immer die Möglichkeit, Ihr mobiles Endgerät, aber auch das mobile Endgerät der Schülerin oder des Schülers bei Ihnen im Klassenraum entsprechend zu nutzen. Sprich, also über die nativen Möglichkeiten, haben aber auch die Möglichkeit, das über eine Internetseite zu machen oder über eine App. Heute geht es nicht dediziert nur um die Mirror-App, da könnte ich ein eigenes Webinar zu machen. Wir haben aber, das möchte ich zumindest einmal zeigen, inzwischen auch die Möglichkeit, dass Sie hier mehrere Endgeräte parallel anzeigen, vielleicht um Ergebnisse zu vergleichen, insgesamt 4 Stück an der Zahl. Und Sie können auch sagen, wenn Sie eine 1:1-Ausstattung bei mobilen Endgeräten bei Ihren Schülerinnen und Schülern haben, dass jeder zumindest schon mal hier in der Warteliste steht und Sie dann in Ihrem Tempo oder nach Ihren Bedarfen die mobilen Endgeräte der Schülerinnen und Schüler genau dort zeigen. Das heißt, jetzt haben wir erstmal so ein bisschen über Dateien gesprochen, über die Apps gesprochen. Wir kommen gleich nochmal zu dem Whiteboard. Was ich sehr gut finde an unserem System, einfach der Orientierung halber, ist hier der Button Input. Das heißt, hier sehe ich und kann auch schon beschriften, ach, guck mal, das hier ist mein Laptop, mit dem habe ich gerade gearbeitet. Es kann überall beschriftet werden, wenn Sie sagen, ah, wir wissen, bei HDMI 2 haben wir immer die Dokumentenkamera oder wenn Sie noch mit, oder was heißt noch, wenn Sie mit Blu-rays, DVDs, vielleicht auch noch mit VHS-Kassetten arbeiten. Auch hier besteht dann natürlich die Möglichkeit, dann ganz einfach auszuwählen. Aha, ich weiß, ich möchte jetzt hier mit meinem Laptop arbeiten und gehe dann also auf den Punkt Laptop. Habe das schon in dem Vorschaubildschirm, das war das Wort, entsprechend angezeigt bekommen. Und das ist so ein bisschen einmal für Sie zu einer groben Einordnung. Was bietet mir erstmal diese Startseite von IQ? Ich habe noch nicht alles gezeigt, da komme ich dann gleich im Laufe der nächsten Minuten nochmal darauf zurück. Genau, jetzt habe ich hier, wie gesagt, die Startseite übernommen. Wir wissen, dass wir natürlich extrem viele Kunden haben, die bis jetzt mit der Smart Notebook Software, also genau dieser Software, die ich hier gerade im Vollbildmodus habe. So sieht das Ganze aus, wenn ich nicht im Vollbildmodus bin. Also diese Software entsprechend hier genutzt habe, um bis jetzt meinen Unterricht vorzubereiten. Jetzt ist natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie vielleicht gar keinen Computer mehr in der Schule haben. Sie möchten Ihren Computer auch gar nicht mehr mitschleppen, haben die Dateien aber zu Hause auf Ihrem Rechner. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie Sie diese Datei entsprechend von zu Hause mit an das Smartboard bringen können. Deswegen zeige ich das einmal ganz kurz hier an meinem Rechner. Ich kann sagen, Datei speichern unter. Das dürfte jetzt, glaube ich, kein Hexenwerk sein. Sage, das Ganze soll als unter in meinem Ordner Notebook-Datei, sage jetzt, das ist hier die aktuelle Datei und sage erstmal speichern. So, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Ich schließe das Ganze mal, werfe meinen Stick aus. Dann ist der nächste Tag angebrochen. Ich komme in den Klassenraum. Bei der 6000er Serie haben Sie hier schräg an der Seite einen USB-A-Port für USB-Sticks. Bei der MX-Serie haben Sie die entsprechenden Anschlüsse direkt hier vorne. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, stecke meinen USB-Stick hier ein und gehe über den Home-Button wieder zurück auf die Startseite. Jetzt wird mir direkt schon angezeigt, das IQ-System hat erkannt, jemand hat hier gerade einen USB-Stick eingesteckt. Das heißt, ich könnte jetzt hier direkt auf Wechseln gehen. Sollte ich diesen Moment verpasst haben, keine Angst. Ich kann auf Dateien gehen. Und wenn wir uns jetzt einmal hier oben
die verschiedenen Ordner angucken. Wir sind hier bei öffentlichen Dateien. Ja, also Achtung nochmal, die Dateien, die Sie irgendwann mal erstellt haben, die immer automatisch hier auf dem IQ-System gespeichert werden. Und hier kann ich über dieses Dropdown-Menü auf meine USB-Dateien, also auf meinen USB-Stick zugreifen. Ich sehe das einmal chronologisch geordnet. Ich habe hier aber auch einfach nach Dateitypen geordnet die entsprechenden Dateien und kann jetzt zum Beispiel sagen, so, ich habe jetzt hier verschiedene Notebook-Dateien. Ich habe gerade bewusst die Datei aktuell noch umbenannt, als ich sie gespeichert habe. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt sehe ich meine Datei, die ich in Smart Notebook auf meinem Rechner, ob das ein Windows oder ein Mac ist, erstellt habe mit der kostenlosen Smart Notebook 23 Software. Und sogar der Bildschirmvorhang ist an der Position, an der ich ihn gerade eben gespeichert habe. Ein kleiner Profi-Tipp. Sie sehen jetzt hier diese Balken links und rechts auf der Seite. Es ist relativ einfach, diese zu verändern. Was mache ich an dieser Stelle? Sie sehen hier unten diese beiden Pfeile. In der Mitte habe ich eine Seite betitelt mit Seite 1. Hier wird mir meine Seite angezeigt. Und wenn ich jetzt einmal auf diese drei Punkte gehe, kann ich hier die Seitengröße ändern. Sie sehen, es steht auf 4 zu 3. Und wenn ich jetzt auf 16 zu 9 gehe, sehen Sie, habe ich hier die Seite komplett ausgenutzt. Es geht sogar noch mehr. Da komme ich dann gleich noch mal zu, wenn ich in der Software gearbeitet habe und wir hier die Datei noch ein bisschen weiter ausgebaut haben. Also ein ganz, ganz simpler, ein ganz, ganz einfacher Weg, eine bestehende Notebook-Datei zu benutzen. Oder auch vielleicht, Sie haben die Smart Notebook-Software sich heruntergeladen, haben die entsprechend installiert, haben damit dann wirklich den Unterricht jetzt erstmalig vorbereitet. Dann können Sie, wie gesagt, mit dem USB-Stick, es ist ein Dateiformat, die Smart Notebook-Software auf Ihrem Rechner und unser IQ arbeiten mit dem gleichen Dateiformat. Das heißt, so können Sie immer wieder auch gewährleisten, dass Sie natürlich diese Datei, wenn Sie die erweitert haben im Laufe des Unterrichts und damit weitergearbeitet haben, auch wieder mit nach Hause nehmen können und dann auch am Rechner wieder starten können und dann genau alles das sehen, was Sie im Laufe der Stunde mit den Schülerinnen und Schülern hier erstellt haben. Wenn Sie die Datei vom Stick geöffnet haben, zweiter Profi-Tipp, Sie brauchen nicht auf Speichern zu gehen. Der aktuelle Stand wird immer automatisch auf dem USB-Stick gespeichert. Sollten Sie den USB-Stick erst nachträglich hier entsprechend eingesteckt haben, können Sie natürlich auch jede andere Datei, die Sie irgendwann mal hier entsprechend gezeigt haben, auch auf den USB-Stick holen. Zum Beispiel hier eine Datei, die ich dann erst vor kurzem geöffnet habe. Und die kann ich einmal anfassen. Oben auf den Pfeil gehen, dann öffnet sich dieses Dialogfenster. Und dann kann ich die Datei auf dem USB-Stick speichern. Also Option 1, die Datei wurde vom USB-Stick geöffnet. Dann wird sie automatisch auf dem USB-Stick gespeichert, wenn Sie mit dem IQ arbeiten. Wenn Sie die Datei erst auf dem IQ, das Whiteboard erst auf dem IQ gestartet haben, dann habe ich Ihnen gerade eben den Weg gezeigt, wie ich dann eine bestehende Datei auf einen USB-Stick ziehe, die ich dann im Nachgang zu Hause bearbeiten kann. Sehr gut. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf den Home-Bildschirm. Jetzt zeigt sich natürlich, dass es doch ganz vorteilhaft ist, dass ich hier alle Aktionen unter dieser Spalte kürzlich wiederfinde. Das heißt, ich habe jetzt nur einen Tipp, bis ich dann wieder meine Datei aufgerufen habe. Ich habe die Datei gerade verlassen auf Seite 2, also startet die Seite wieder auf Seite 2. Gut, wie gesagt, wenn Fragen sein sollten, gerne in die Fragen hier in GoToWebinar stellen. Zum Ende hin werden wir versuchen, alle zu beantworten. Alles, was wir heute zeitlich nicht schaffen sollten, werden wir natürlich dann gerne schriftlich nachvollziehen. Nächster Punkt, IQ Whiteboard zur Erstellung von Tafelbildern.
Es dürfte klar eigentlich allen Leuten bewusst sein, dass es hier wesentlich mehr Möglichkeiten gibt, mit interaktiven Displays zu arbeiten, die mit einer vernünftigen Softwarelösung ausgestattet sind. Aber natürlich für diejenigen Lehrkräfte, die in dem Bereich noch gar nicht so viel Erfahrung haben, zeige ich jetzt erstmal die wichtigsten Schritte. Was kann ich, was muss ich tun, um das Smart Display mit IQ einfach nur als Tafelanschrieb zu nutzen? Ich wiederhole es nochmal. Ich gehe einmal kurz auf den Home-Button. Ich starte morgens das Display, sehe hier Whiteboard und ich kriege eine Whiteboard-Seite geöffnet. Es ist Seite 1, also wirklich direkt für den Start. Hier habe ich die Möglichkeit, mich auszutoben und entsprechend daran zu arbeiten. Sie sehen, sobald ich eine Seite einmal eingefügt habe, wird hier unten so ein schwarzer Balken eingeblendet und dort finden Sie unterschiedliche Lineaturen. Zum Beispiel Karokästchen oder auch entsprechende Schreiblinien. Das muss man dazu sagen, natürlich für die unterschiedlichsten Regionen weltweit, dass wir also hier wirklich eine große Anzahl an verschiedenen Hintergründen zeigen können. Dieser Balken bleibt so lange da, bis Sie das erste Mal das Smartboard für den Tafelanschrieb genutzt haben. Sie haben gesehen, danach verschwindet dieser Balken. Jetzt kann ich diese Lineatur nicht mehr verändern. Es besteht aber die Möglichkeit, das tatsächlich noch nachträglich zu tun. Auch da, wir haben es gerade schon kennengelernt, hier unten dieser kleine Bereich, wo die 1 steht, dann sehe ich hier meine Seite 1 und kann hier auf Hintergrund ändern. Dann wird dieser schwarze Balken, den ich gerade hier unten prominent gesehen habe, entsprechend hier angezeigt. Und ich kann auch nachträglich sagen, ich möchte bitte den Hintergrund verändern. Ich habe mich gerade vertippt, oder vertan und möchte da flexibel agieren. Genau. Also, das ist erstmal die erste Funktion. Ich öffne ein Whiteboard, ich definiere, wenn ich das benötige, den entsprechenden Hintergrund. Und das ist ja das, was Smart so einzigartig macht, ist unser intuitives Bedienkonzept. Der Tafelanschrieb mit dem Stift wird geschrieben. Mit dem Finger kann ich Objekte bewegen, aber auch mit den Pinch-Bewegungen zum Beispiel skalieren oder auch rotieren. Das heißt, so wie Sie es vielleicht vom Tablet, vom Telefon her kennen, diese Befehle sind hier natürlich exakt ident. Wenn ich das Ganze wegwischen möchte, habe ich immer die Option, das mit meiner Handfläche zu tun. Alternativ bei der 6000er Serie, aber auch bei der 7000er Serie sind hier entsprechende Schwämme im Lieferumfang, die ich nutzen kann, um eine Linie wieder wegzuwischen. Und zum Beispiel bei der 6000er Serie findet man auf der Rückseite der Stifte immer so einen kleinen Filzknubbel. Und mit dem kann ich dann auch wirklich sehr fein, sehr ziseliert kleine Fehler beheben, die ich natürlich, wenn ich hier meinen Handballen nehme, wird natürlich ein sehr großer Bereich entsprechend weggewischt. Das kann ich dann mit der Rückseite wesentlich besser machen. Ich habe es gerade schon eben gesagt, die 6000er Serie hat schon zwei Stifte mit unterschiedlichen Farben im Lieferumfang, die ich tatsächlich, und das ist immer für mich auch ein Anliegen, das Smartboard gerne nicht nur als Lehrer, sondern als auch Schülerin und Schülermedium zu nutzen. Ich kann diese beiden Stifte auch gleichzeitig verwenden oder kann auch Schülerinnen und Schüler gleichzeitig unterschiedliche Aktionen auslösen lassen. Das heißt, einer kann schreiben, einer kann wischen. Einer kann mit dem Finger ein Objekt, was ich hier habe, entsprechend manipulieren. Das funktioniert immer parallel, so ein bisschen der kollaborative Gedanke, dass Schülerinnen und Schüler auch mal zusammen gemeinschaftlich vorne an einem Smartboard Ideen austauschen oder Lösungen entwickeln. Diese beiden Stifte sind immer im Lieferumfang. Sie sehen hier an der Seite habe ich noch ein paar weitere Stifte, die dann schon vorgefertigt in Blau, Orange, Grün und Lila schreiben. Auch die können parallel eingesetzt werden. Die sind aber immer nur optional zu erwerben. Das gleiche gilt für den Zauberstift, den ich gerade genutzt habe, um diesen Fokus hier entsprechend zu zeigen.
Also standardgemäß nur zwei Farben, Rot und Schwarz. Das können Sie natürlich ändern. Das heißt, wenn ich jetzt den Stift nehme und wir gucken uns jetzt das erste Mal hier auf der Seite die verschiedenen Funktionen an, dann findet man dort eine Stiftfunktion und hier kann ich sehr einfach definieren, brauche ich vielleicht einen etwas dickeren Stift, der dann in einer anderen Farbe schreiben soll, dann kann ich sagen, okay, das hier ist dann die Farbe, mit der ich hier den roten Stift auf Orange umgestellt habe. Vielleicht brauche ich aber auch einen Textmarker, weil ich hier Texte eingefügt habe. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, direkt einen Textmarker auszuwählen, um damit zu arbeiten. Und auch da besteht die Möglichkeit, hier die Strichstärke des Textmarkers zu manipulieren. Also Sie können jederzeit den vorgefertigten Stift, der hier mit im Lieferumfang ist, auch zu jeder anderen Stiftqualität und Stiftfarbe verändern. Jetzt ist diese Seite vielleicht schon vollgeschrieben und Sie sagen, Mensch, Mist, ich brauche eine neue Seite. Klassischerweise Tafel leer wischen und dann wieder von vorne loslegen. Das brauchen wir hier natürlich nicht. Ich habe jetzt hier unten einmal auf das Plus gedrückt und jetzt sehen wir hier unterschiedlichste Möglichkeiten, was ich auf die nächste Seite, die ich jetzt generieren möchte, einfügen möchte. Und ganz prominent oben Whiteboard und dann haben Sie wieder genau die Optionen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, entsprechend mit der Lineatur und den Stiften, das Ganze wirklich für den klassischen Tafelanschrieb zu nutzen. Vielleicht haben Sie aber auch den Bedarf, dass Sie sagen, ich habe hier so viel Sinnzusammenhängnis. Das beste Beispiel, was ich immer kenne, schöne Grüße an alle Mathematikkollegen da draußen, dass ich mehr Platz benötige, um hier auf einer Seite sinnzusammenhängend für die Schülerinnen und Schüler den Inhalt aufzubereiten. Und da kann ich Folgendes machen. Ich werde jetzt mit meinem Finger gleich einfach nur an einer leeren Stelle auf diesem Whiteboard agieren. Achten Sie einmal darauf, was hier in der Bildmitte passieren wird. Sobald ich das bewege, sehen Sie auf einmal, vergrößert sich das so ein bisschen. Und in der Sekunde, wo Sie diesen blauen Haken gesehen haben, habe ich diese Seite aus der Ursprungsskalierung, also das, was wir gerade zum Anfang gesehen haben, herausgenommen und kann jetzt diese Seite, was die Größe angeht, verneunfachen. Das kann ich jederzeit tun. Und da, wie gesagt, das ist die Option zu sagen, ich brauche mehr Platz auf meiner Tafel und zwar nicht auf drei, vier, fünf verschiedenen Seiten. Und so besteht die Option zu sagen, okay, ich kann natürlich weiterhin hier auf Feinheiten eingehen, auf einzelne Bestandteile, kann aber auch einfach einen großen Überblick über die Seite entsprechend anbieten, indem ich einfach nur auf dieser Seite die bekannte Pinch-Bewegung durchführen kann und damit arbeiten kann. So viel zum Tafelanschrieb mit der digitalen Kreide, mit der digitalen Tinte durch Einsatz der Stifte. Natürlich ist es immer schön, wenn man ein Tafelbild noch entsprechend ergänzen kann. Und das möchte ich Ihnen auch einmal zeigen. Ich wechsle dafür nochmal in meine Ursprungsdatei. Dann haben wir das auch alles schön sinnzusammenhängend. Und ich füge noch an der Stelle einmal eine neue Seite ein. Das geht ist jetzt für mich immer noch der Teil Erstellung eines Tafelbildes. Wir haben unterhalb des Stiftes so ein kleines, ja, das sieht so aus wie so ein kleines Polaroid-Bild mit so einem Plus oben in der Ecke. Und ich habe vielleicht heute das Thema Wald mit den Schülerinnen und Schülern besprochen. Das heißt, ich habe jetzt über diese kleine Bildschirmtastatur den Suchbegriff Wald eingegeben und finde jetzt hier exemplarisch sehr viele unterschiedliche Bilder zum Thema Wald. Vielleicht geht es mir heute um Waldweg und wie der entsprechend gehegt und gepflegt wird. Sie haben gesehen, ich muss da nur einmal draufdrücken. Ich suche mir noch mal ein anderes Bild aus, ein weiteres Bild und diese werden mir hier automatisch eingefügt als einzelne grafische Objekte, auch hier mit der Pinch-Bewegung.
entsprechend zu vergrößern, zu verkleinern oder auch zu positionieren, um vielleicht schnell und einfach eine Kategorisierungsaufgabe zu machen oder ein entsprechendes Clustern zu machen. Wichtig für mich ist erstmal im ersten Schritt über diesen Button hier mit dem kleinen Plus hier in das Suchfeld bei Bildern ausgewählt, bekomme ich Bilder angezeigt, die, das ist eine ganz wichtige Information, für Sie lizenzrechtlich unbedenklich zu nutzen sind. Das heißt, Sie dürfen sie speichern, Sie dürfen sie verteilen, Sie dürfen sie veröffentlichen, weil wir in den IQ-Suchmechanismen schon eingestellt haben, dass erstens da ein Jugendschutzfilter drüber läuft, on top von dem, der hoffentlich bei Ihnen auch in der Schule unterwegs ist. Alternativ dann, wie gesagt, auch die Suchoption so eingeschränkt, dass Sie nur Ergebnisse angezeigt bekommen von Bildern, die Sie lizenzrechtlich unbedenklich weitergeben dürfen. Neben Bildern sehen Sie hier diesen blauen Schieberegler. Das heißt, hier kann ich natürlich auch sofort nach entsprechenden Videos suchen zum Thema Wald. Und auch hier, ich muss es nur einmal antippen, dann wird mir das Video nur in so einem kleinen Vorschaufenster entsprechend angezeigt. Ich habe es jetzt schon mal ausgewählt und kann dann aber immer noch definieren, wann will ich denn damit starten. Und wenn ich das starten möchte, große Überraschung, drücke ich einmal auf den Play-Button und dann fängt das Video an zu laufen. Der gute Beobachter, die gute Beobachterin haben festgestellt, wir nutzen hier natürlich Videos von der Plattform YouTube. Was Sie hier allerdings niemals sehen werden, ist, wenn Sie ein YouTube-Video in dieser Form hier einfügen, ist die Werbung vor und inzwischen ja bei YouTube auch sehr, sehr gerne öfters mal zwischen den entsprechenden Videos. Hier werden nur die Videos angezeigt, die man ohne Werbung sich angucken kann. Da ist ein entsprechender Blocker eingebaut. Die Videos allerdings, die definitiv, Entschuldigung, für die Content Creator monetarisieren sollen, die werden Sie dann dort gar nicht angezeigt bekommen. Also deswegen bitte nicht wundern, wenn Sie hier Videos eigentlich sehen wollten, die Sie dann hier nicht finden, dann kann es daran liegen, dass da zwanghaft Werbung vorgeschaltet werden muss. Dann wird es gar nicht in den Suchoptionen vorhanden sein. Aber was haben wir jetzt hier schon gesehen mit dem IQ Whiteboard? Ich habe den klassischen Tafelanschrieb mit den Stiften, mit dem Stück Kreide, nennen Sie es, wie Sie wollen. Ich habe die Möglichkeit, hier mit Bildern zu arbeiten und mit Videos zu arbeiten, die ich als Ergänzung und Erweiterung meines klassischen Tafelanschriebs hier mit dazu holen kann. Und das sollen für mich erstmal die ersten Schritte sein für die Erstellung von Tafelbildern. Jetzt haben wir natürlich inzwischen auch in der IQ-Oberfläche verschiedene Vorlagen. Sie haben es gerade eben schon einmal gesehen. Das ist hier einmal dieses Plus, wo ich einmal die Whiteboard-Funktion, also ein ganz einfaches, leeres Whiteboard zeigen kann. Und jetzt möchte ich einmal kurz mit Ihnen hier über diese vier Reiter sprechen. Wir haben hier ganz klassische Vorlagen, Hintergründe. Nennen Sie es, wie Sie möchten, mit einer Vielzahl an auch inzwischen lokalisierten Möglichkeiten, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum sind diese Grundschriften, Grundschul-, Schreibschriftlineaturen mit dem Häuschen natürlich ganz, ganz wichtig. Die finden Sie dann hier unter den Vorlagen, aber auch sehr viele andere, zum Beispiel Spalten, um eine Cluster- oder Kategorisierungsaufgabe zu machen, ein Gedankenkram, verschiedene Sportfelder, ein Turnierbaum, ein Venn-Diagramm. Also erstmal so die Standardvorlagen, die man im Unterricht verwenden kann. Daneben finden wir auch noch interaktive Vorlagen. Das heißt, da passiert noch so ein bisschen mehr. Das heißt, ich kann hier proaktiv die Schülerinnen und Schüler aktivieren, auch nach vorne zu kommen, mit dem System zu arbeiten, um vielleicht mal an der Stelle zu zeigen, wenn ich die Bruchrechnung einführe, aus wie vielen Dritteln besteht denn ein Ganzes? Oder dann auch zu zeigen, wenn ich mit Dritteln arbeite, 6 durch 3 ist irgendwie zu rechnen,
dass ich also auch da dann die Möglichkeiten habe, hier kleine Zuordnungen zu machen. Wie gesagt, das ist dann für mich immer der Anreiz zu sagen, lassen Sie auch die Schülerinnen und Schüler vorne an das System. Die sind richtig motiviert, wollen auch mal mit so einem System arbeiten. Und dafür bieten sich hier diese interaktiven Vorlagen entsprechend an. Der hier braun hinterlegte Button. Ich suche übrigens immer noch eine entsprechende gute Übersetzung. Abschließende Tests, Umfrage könnte man auch sagen. Im angloamerikanischen Raum ist das eine Methode, die dort Exit-Ticket genannt wird. Das heißt, hier habe ich das erste Mal Vorlagen, wo ich bewusst weiß, ich möchte jetzt die mobilen Endgeräte der Schülerinnen und Schüler entsprechend mit einbinden. Das zeige ich gleich aber nochmal mit einem anderen Beispiel, wie das grundsätzlich funktioniert. Und große Überraschung, wenn ich hier auf externe Dateien gehe, dann kann ich hier zum Beispiel auf Dateien gehen, die hier auf dem System hinterlegt sind, zum Beispiel Bilder, kann aber auch hier zum Beispiel auf meinen USB-Stick zugreifen und habe dann die Möglichkeit und kann zum Beispiel hier auf die PDF-Dokumente zugreifen, die ich auch natürlich in dem IQ-Whiteboard öffnen kann. Also die Möglichkeit, eigenständig einen Tafelanschrieb zu generieren, aber auch die Option, über die verschiedenen Vorlagen eine neue Seite, einen Hintergrund, eine interaktive Vorlage oder schon eine kollaborative Aufgabe oder Abfrage entsprechend zu verwenden. Und wie gesagt, alles, was Sie sonst auf Ihrem USB-Stick vielleicht mitgebracht haben oder Sie haben Lehrerraumprinzip auf dem Display schon sehr viele Inhalte gespeichert, dann können Sie auch über externe Dateien, Bilder, PDF-Dokumente hier in das Whiteboard integrieren. Mehr soll es auch schon ein bisschen mit Hinblick auf die Zeit gar nicht sein zu dem Bereich Vorlagen, sondern viel wichtiger für mich an der Stelle ist, wie gesagt, der Punkt, wir sind inzwischen in der glücklichen Lage, dass sehr viele Schulen in den letzten Jahren mobile Endgeräte für ihre Schülerinnen und Schüler angeschafft haben. Und hier möchte ich gerne jetzt einmal zeigen, wie wir diese entsprechend in den Unterricht mit einbinden können. Im ersten Schritt geht es mir nur darum, dass ich sage, ich möchte, dass meine Schülerinnen und Schüler das, was ich hier vorne zeige, auch auf ihren mobilen Endgeräten sehen. Wichtige Info an der Stelle, es ist vollkommen egal, ob die Schülerinnen und Schüler mit ihrem mobilen Endgerät im Klassenraum, damit auch im Schul-WLAN sitzen oder vielleicht aus welchen Gründen auch immer, weil erkrankt, mit dem Bein gebrochen, im Krankenhaus liegen. Dann habe ich aber trotzdem die Möglichkeit und kann über dieses kleine Symbol, was ich jetzt hier ausgewählt habe, mit den beiden blauen Mannequins, aktuell steht da noch die Null. Sie können, wenn Sie möchten, auch sehr, sehr gerne sich jetzt einmal hier beteiligen. Das heißt, Sie können den QR-Code abscannen, sollte Ihr mobiles Endgerät über keine Kamera verfügen, zum Beispiel mit dem Laptop. Klar, die haben immer eine Frontkamera. Bevor Sie jetzt Ihren Laptop irgendwie kompliziert drehen, das wird ja nicht funktionieren, können Sie auch einfach nur im Browser hellosmart.com eingeben. Dann werden Sie gebeten, eine Klassen-ID einzugeben. Das wäre dann die hier, die 453189. Das ist die ID von diesem Display. Ich persönlich habe auch noch eine eigene, da komme ich auch gleich nochmal eben zu. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, das Ganze hier, was ich schon mal vorbereitet habe, diese paar Seiten mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen. Das heißt, Sie sehen jetzt hier an der Seite schon die Namen von den Schülerinnen und Schülern, die jetzt hier dabei sind. Oh, oh, das war ein schöner Sprung. Da sind noch richtig viele dazugekommen. Und jetzt finden Sie hier oben einen Button, der nennt sich Sitzung starten. Und jetzt passiert Folgendes. Sie sollten jetzt die Inhalte, die ich hier vorbereitet habe, auf Ihrem mobilen Endgerät sehen.
Das hoffe ich. Perfekt. Das sieht doch gut aus. 22, 23. Ich danke Ihnen und freue mich wirklich sehr. Ja, also Sie sehen jetzt im Optimalfall alles das, was ich hier zeige. Und zwar immer dann, wenn ich auch die Seite wechsle oder die Tafelfläche wechsle, sehen Sie, sehen die Schülerinnen immer das, was Sie hier vorne entsprechend haben. Die Schülerinnen und Schüler können damit noch nichts machen. Der Spruch muss mir bitte erlaubt sein. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht die Hälfte der Leute. Aber als Ruhrpott-Junge sei es mir erlaubt. Als Bochum-Fan viel mehr. Das ist so ein bisschen wie bei Schalke. Das ist jetzt hier gerade nur gucken und nicht anfassen. Was ich aber machen kann, ist erstmal den Schülerinnen zu zeigen, so, passt auf, was passiert denn, wenn ich jetzt hier diese Zuordnung weitermache, also die mit diesen Brüchen arbeite. Vielleicht habe ich das Ganze aber auch so konzipiert, dass die Schülerinnen und Schüler einige Seiten hier eigenständig erarbeiten sollen, sich das Wissen eigenständig erarbeiten sollen. Und dafür gehe ich nochmal auf diese beiden Mannekes und gehe jetzt einmal auf Schüler. Jetzt müsste sich in Ihrem Browser nochmal ganz kurz, ganz neu die Seite wieder geöffnet haben, mit dem einzigen Unterschied, dass Sie jetzt unten links in der Seite Pfeiltasten haben. Das heißt, jetzt bin ich so ein bisschen eher im schülerzentrierten Bereich. Jetzt haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die einzelnen Seiten in ihrem Tempo durchzugehen. Sie haben vielleicht dort Aufgaben gestellt, die die Schüler verstehen sollen, Leseverständnis, was auch immer. Aber so kann Schüler A 3 Minuten auf der ersten Seite arbeiten und 5 Minuten auf der zweiten. Schülerin B, die vielleicht auf Seite 1 Verständnisprobleme hat, auf der Seite sich länger aufhalten als dann auf der darauf folgenden Seite. Also so ein bisschen, wie gesagt, ich versuche das immer zu übersetzen mit Lehrerinnen und Schülerinnen zentriert. Und ich zeige nochmal, wie ich das gemacht habe, über diesen beiden, über den Button mit den beiden kleinen Figuren kann ich das Ganze wechseln. Wenn ich jetzt wieder auf Lehrer gehe, jetzt können Sie machen, was Sie wollen. Sie werden alle wieder hier die Vorlage mit den Brüchen vor sich sehen. Jetzt zeige ich etwas, das erfordert, wie sage ich das am höflichsten, ein kleines bisschen Disziplinierungsmaßnahme seitens der Lehrkraft im Klassenraum. Denn ich mache jetzt mal Folgendes, ich sage Whiteboard für die gesamte Klasse. Sie sehen jetzt alle, genau, da. Sehr schön, Sie sehen jetzt genau alle das. Und jetzt habe ich 24 Personen heute in diesem Webinar, die alle gleichzeitig in dieser Datei arbeiten können. Und jetzt wissen Sie, warum ich sage, da gehört ein bisschen was an Disziplinierung dazu. Genau, sehr schön. Es hat auch jemand herausgefunden, dass er nicht nur diese Kacheln bewegen kann, sondern auch mit dem Stift schreiben kann. Natürlich kann ich das Ganze, indem ich das einmal antippe, auch vergrößern. Und es ist herrlich. Dankeschön dafür. Ja, der eine schreibt, der andere wischt wieder weg. Sie wissen, was ich mit Disziplinierung meine. Aber so habe ich schon mal eine kollaborative Situation, wo alle Schülerinnen und Schüler gemeinschaftlich auf einer Seite arbeiten können. Und wenn mir das irgendwann zu wild wird, jetzt besteht die Möglichkeit nicht mehr. Ich danke Ihnen allen, dass Sie so aktiv mitgemacht haben. Finde ich mega. Okay, gut. Also das ist der erste kollaborative Ansatz, das Whiteboard für alle Personen, für alle Beteiligten hier zu öffnen, dass alle gleichzeitig arbeiten können. Aber wie gesagt, ein bisschen Disziplinierung, Regeln aufstellen, wer darf jetzt und soll jetzt an welcher Stelle agieren, hat natürlich auch so ein bisschen mit Zeitersparnis zu tun. Die Schülerinnen und Schüler für die Aktivierung müssen nicht jedes Mal nach vorne kommen, sondern man kann sagen, so, ihr habt alle eure mobilen Endgeräte mit dabei, zack, kommt doch und macht das einmal von euren Endgeräten aus. Wundervoll. Okay, jetzt haben Sie sich alle dort eingeloggt. Ich werde Sie gleich bitten, sich nochmal unter einem anderen Konto einzuloggen. Ich werde Ihnen dann erklären, was da der Vorteil ist, denn ich kann mich in Lumio als Lehrkraft auch anmelden. Das kann ich auf 2 unterschiedliche Arten und Weisen machen. Und ich möchte Ihnen einmal zeigen, welchen Vorteil mir als Lehrkraft das Ganze bringt, mich hier in IQ anzumelden, um dieses
Arbeitserlebnis damit zu personalisieren. Um das Ganze nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, mache ich nochmal ganz kurz Folgendes und starte noch einmal meine Notebook-Datei. Merke, Tim, die Viertelstunde für die Fragen werden wir nicht mehr hinbekommen. Außer du sagst mir jetzt, wir haben so viele, dann würde ich den Punkt außen vor lassen. Eine hätte man dann noch, die wir in der Runde beantworten können. Der Rest ist schon nebenbei beantwortet. Super, perfekt, Dankeschön. So, wir haben gerade gesehen, ich habe diese Smart Notebook-Datei auf meinem USB-Stick in die Schule gebracht und habe die dann im IQ-Modus in der Whiteboard-App gestartet. Inzwischen kenne ich einige Schulen, wo die IT-Admins sagen, boah Leute, ganz ehrlich, USB-Stick 2024, das machen wir nicht mehr. Und dafür haben wir eine Möglichkeit. Achtung, das können Sie nur in Notebook Plus. Ansonsten müssen Sie das Ganze über Lumio machen. Da gibt es dann aber in ein paar Wochen das nächste Webinar, speziell für das Thema Lumio. Aber wenn Sie eine Smart Notebook Plus Lizenz haben und auf Datei gehen, finden Sie dort einen Button, der nennt sich gute Vorbereitung, Herr Bode. Der nennt sich Teilen. Jetzt muss ich mich tatsächlich einmal kurz anmelden. Ah, ich bin fertig. Keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sowas ist auch immer schön. Wundervoll. Also das Ganze nochmal. Und jetzt steht hier, nachdem ich auf Datei teilen gegangen bin, zum Smart-Account hochladen. Und genau das tue ich jetzt. Wir erinnern uns gleich. Ich habe erstens die erste Datei, die ich gerade genutzt habe, genommen und habe gesagt, die heißt aktuell am Ende. Jetzt habe ich eine andere Datei hochgeladen. Sie sehen hier übrigens noch einen Teil-Link erhalten. Wenn Sie zum Beispiel in einer hybriden oder wieder Remote-Situation mit Ihren Schülerinnen und Schülern arbeiten, dann kann ich mir hier direkt einen Link erstellen und dann kann diesen über Teams an die Schülerinnen und Schüler geben. Dann brauchen die nur da drauf zu gehen und diese ganze Anmeldehaptik bleibt erstmal aus. Aber, und das war ja eigentlich das, was ich zeigen wollte, ich habe jetzt also die Notebook-Datei in meinen Smart-Account hochgeladen. Ich gehe nochmal auf den Home-Button und jetzt melde ich mich an. Es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten, sich anzumelden. Option 1, hier oben über dieses kleine Symbol mit dem Gesicht, kann ich hier unten auf Anmelden gehen. Dann werde ich gebeten, einmal an dem Bildschirm die entsprechenden Anmeldedaten zu nutzen. Sie brauchen dafür entweder ein Microsoft- oder ein Google-Konto beziehungsweise eine E-Mail-Adresse, die mit einem von diesen beiden Konten verknüpft ist. Wir hoffen in Kürze noch einen deutschlandweiten Anbieter anzubieten, mit dem ich das auch machen kann. Was viel eleganter ist, ist das Verwenden einer Smart NFC-Karte. Die habe ich jetzt bei der 6000er-Serie einfach nur einmal hier irgendwo auf den Monitor gehalten. Bei MX-Systemen finden Sie bei den neueren Serien hier unten ein kleines Feld. Da ist auch dieses NFC-Symbol, so eine Karte mit so drei so Halbkreisen dabei. Das heißt, da könnten Sie die Karte da dran halten. Das Elegante ist, hier ist es mir vollkommen egal, merken sich alle, der Bode hat den PIN, viermal den Halbmond. Ohne die Karte geht sowieso nichts. Also ist mir das vollkommen egal, dass Sie das jetzt alle gesehen haben. So, jetzt passiert Folgendes. Jetzt werde ich hier im Hintergrund angemeldet mit meinem Smart-Konto. Und das hat jetzt für mich zwei Riesenvorteile. Vorteil Nummer eins. Sie sehen auf einmal, hier habe ich schon so komische Dateien, die haben gar nicht mehr das Smart Notebook-Symbol, also hier dieses blaue Symbol. Okay, das war auch kein Kreisbude. So. Und dann diejenigen, die schon mal mit Lumio gearbeitet haben, wissen, das ist unser Glühwürmchen, unser Logo für Lumio. Und was bietet mir jetzt die Anmeldung mit Lumio? Jetzt kommen wir nochmal direkt zum Start des heutigen Webinars. Ich gehe jetzt mal auf Dateien und jetzt passiert Folgendes. Ich habe jetzt keine Dateien, die auf diesem Board bleiben werden, wenn ich jetzt eine neue Datei starte, sondern wenn ich jetzt hier auf Lumio gehe, finde ich alle Dateien, die ich jemals in meinen Smart-Account hochgeladen habe. Und zwar nur ich sehe diese Dateien. Und wenn ich jetzt ein neues Whiteboard öffne,
wird mir das automatisch hier in Lumio gespeichert. Und jetzt sehen Sie heute, gerade eben, das ist das, was ich gemacht habe unter Datei teilen in der Notebook-Software, finde ich genau diese Datei, die jetzt hier natürlich leer ist und mit der ich hier jetzt entsprechend arbeiten kann. Das heißt, Vorteil 1, ich kann durch die Anmeldung auf Dateien zugreifen, die ich irgendwo mal hochgeladen habe, was heißt irgendwo, im Smart Account hochgeladen habe. Ich muss keinen USB-Stick mitnehmen. Ich melde mich nachher ab und alles, was ich hier geändert habe, kann ich dann über Lumio wieder zu Hause aufrufen. Das ist der Vorteil Nummer 1. Also eine Personalisierung, so ein kleiner Datenspeicher, den ich durch Anmeldung hier mit mir mittrage. Viel interessanter wird allerdings jetzt nochmal der Punkt, wenn ich hier auf diesen Anmelde-Button gehe. Und zwar, Sie sehen, es hat sich jetzt erstmal diese Klassen-ID geändert. Die ist jetzt nicht mehr sechsstellig, sondern an der Stelle, weil ich das schon sehr lange mache, fünfstellig. Und das Interessante ist, das ist meine ID. Das heißt, wenn ich das regelmäßig mit meinen Schülerinnen und Schülern mache, die wissen, dass ich immer angemeldet arbeite, dann wissen die auch, bei dem Bode muss ich bei der Klassen-ID 2, 4, 3 mal die 3 eingeben. Die schlauen Kids kennen sowieso immer den QR-Code. Jetzt erinnern wir uns, letzter Punkt, nochmal an den Part, wo ich gerade das Whiteboard für die gesamte Klasse freigegeben habe. Wie alle gemeinschaftlich auf dieser einen Seite arbeiten konnten. Dankeschön, ich musste nicht mal was sagen und es melden sich trotzdem ganz viele Leute an. Dadurch, dass ich jetzt angemeldet bin, habe ich zusätzlich zu der Funktion Whiteboard für die gesamte Klasse auch die Option hier in Gruppen oder als einzelnes Handout zu arbeiten. Wir haben genug Leute drin, genau das mache ich jetzt einmal. Ich mache jetzt einzelnes Handout. Was passiert in der Sekunde? Sie, Ihre Schülerinnen und Schüler bekommen diese Seite alle individuell auf Ihre mobilen Endgeräte. Das heißt, jeder von Ihnen bekommt jetzt sozusagen eine Kopie dieser Seite und jede von Ihnen kann individuell auf dieser Seite agieren. Also, wenn Sie jetzt anfangen, da zu schreiben, etwas auszuwählen, dann finde ich hier die entsprechenden Schülerinnen und Schüler und kann dann als Best Practice Beispiel diese auswählen und kann die dann entsprechend hier zeigen. Matthias, kannst du einmal noch kurz wieder auf Starten drücken? Habe ich das nicht getan? Das macht immer Sinn. Danke dir, Tim. Gerne. Schön, dass du da bist. Perfekt. Ja, wundervoll. So, jetzt sehe ich wieder die ganzen Schüler und kann jetzt zum Beispiel mal gucken, was hier einzelne Schüler erstellen. Wenn jetzt hier jemand, ne, zum Beispiel dann schon drauf geschrieben hat oder ähnliches, dann kann ich hier jeden Inhalt einmal zeigen als Best Practice Beispiel. Kann aber auch sagen, jetzt, ich nehme dich, Tim. Tim, mein Lieber, das tut mir ganz schrecklich leid. Aber das, was du hier geschrieben hast, das ist leider falsch. Guck nochmal, dass du da vielleicht die richtige Antwort eingibst. Also das meine ich mit Einbindung von Schülerendgeräten. Ah, Tim freut sich. Ja, das heißt, das ist das, was Tim hier geschrieben hat. Auch das kann ich sogar als Objekt noch weiter bearbeiten. Aber da haben wir dann wirklich viele verschiedene Optionen, dass ich... Hier gucken wir mal, Katrin Grün, da ist auch dann irgendwas passiert im Optimalfall. Aber so kann ich dann Seiten, die ich vorbereitet habe, nicht nur als Lehrkraft vorne an dem IQ Whiteboard nutzen, sondern ich kann sagen, ich möchte, dass ihr alle individuell daran arbeitet. Wie gesagt, gerade eben gezeigt, ich kann das Ganze auch als Gruppenarbeit definieren. Ich füge mir nochmal einmal eine neue Seite ein. Die möchte ich auch teilen. Also einzelnes Handout. Ich sehe, dass alle Schülerinnen einzeln darin arbeiten. Bei dem Gruppen-Handout kann ich auch die Gruppen nochmal zusammenstellen, dass ich vielleicht sage, oh, bevor jetzt alle vielleicht schwächeren Schülerinnen in einer Gruppe sind, alle stärkeren, dass ich das ein bisschen heterogen verteile in der Gruppe, dass die sich auch untereinander ein bisschen helfen können. Und ganz wichtig, Gruppe heißt hier,
Ich arbeite in einer Datei, so wie wir es gerade beim gesamten Whiteboard gemacht haben, dann halt nur in einer Gruppe. Stellen wir uns vor, eine Gruppe besteht aus 4 Schülerinnen, die verteilt im Klassenraum sitzen. Die arbeiten dann aber mit 4 mobilen Endgeräten in einer Datei. Das ist so ein bisschen das, was wir anbieten, so die ersten Schritte, wenn es darum geht, hier die mobilen Endgeräte bzw. die Schülerinnen und Schüler in den Unterricht einzubinden. Der letzte Teil, den ich heute machen möchte, ist Ihnen auch nochmal ans Herz zu legen, unsere Startseite zum Thema, oh, hier geht gerade richtig da die Welt unter. Vielleicht liegt das daran. Ich weiß nicht, ob man mich noch hören kann. Ich scheine gerade ein kleines bisschen Internetprobleme zu haben. Nein, nicht Smart Zech. Okay, diese Webseite ist erreichbar. Unter dach.smarttech.com finden Sie erste Schritte am Smartboard. Dort finden Sie natürlich auch hier unsere Webinare, aber auch den Download der Smart Notebook Software, die Informationen zu Lumio, Smart Exchange, wo wir 2.500 Arbeitsblätter interaktiv haben, erstellt von der Medien-LB, lehrplankonform für Deutschland und Österreich. Sehr viele Erklärvideos, die kostenlosen Online-Seminare, also genau die, die wir auch heute hier sehen. Wenn Sie ein Präsenztraining wünschen, können Sie uns hier drüber kontaktieren. Ich bilde bei uns in der deutschsprachigen Region die Trainerinnen und Trainer aus. Es gibt noch eine Kurzanleitung für die Administratoren, noch ein paar Punkte und so ein paar kleine kurze Videos. Wie gesagt, hier habe ich Smart IQ in, ich glaube, 3 Minuten erklärt. Heute war es ein kleines bisschen mehr. Aber hier finden Sie alles, was das Herz begehrt, wenn Sie entsprechend mit der Smart-Lösung noch mehr machen wollen. Und da finden Sie alle Ressourcen. Und Sie können auch gerne jeder mit uns Kontakt aufnehmen. So, 3 Minuten anstelle von 15 Minuten. Tim, du hattest gerade eben gesagt, wir haben eine Frage, die Zeit würde ich mir gerne noch nehmen. Sollte ich denn überhaupt noch zu hören und zu sehen sein und hier nicht das Internet einmal gerade vollkommen verschwunden sein? Du bist zu hören und zu sehen. Wir hatten aber zwischendurch ein, zwei Teilnehmende, die kein Bild hatten oder Einschränkungen hatten bei der Übertragung. Da hatte ich Okay. den Teilnehmenden geschrieben, also genau die Seite, die du gerade gezeigt hast, dach.smarttech.com. Da gibt es auch die Aufzeichnung der Webinare oder direkt im YouTube-Kanal von Smart Deutschland finden Sie die Aufzeichnung auch. Das nochmal an der Stelle für alle. Und jetzt die Frage, die wollte ich gerne in der großen Runde mit allen besprechen. Und zwar kam die Frage auf, wenn PDFs im IQ geöffnet werden, dann wird das verpixelt dargestellt. Zur Einordnung, das haben wir jetzt hier noch nicht besprochen mit dem Fragesteller, aber wir kennen das Szenario und das passiert immer dann, wenn ich jetzt keine App explizit für PDFs installiert habe, dann wird das PDF im Notebook, also in dem Whiteboard geöffnet und das führt in der Regel tatsächlich zu einer grafischen Einschränkung. Und wenn Sie das aber mit einem PDF-Viewer öffnen, also da können Sie verschiedene Apps, die gibt es auch kostenfrei installieren. Matthias Bode hatte vorhin den WPS Office einmal vorgestellt, der kann das. Aber Sie könnten auch Adobe installieren auf dem Gerät. Dann können Sie PDFs immer in der vollen Auflösung als ja, Vektorelement, also auch mit Skalierbarkeit. Wenn Sie zoomen, dass es entsprechend auch scharf bleibt, öffnen und bearbeiten. Und dann ist es sowohl mit Text als auch mit Bildern deutlich hochwertiger. Die Whiteboard-App macht manchmal Abstriche beim Importieren von PDFs. Das kommt bitte aufs PDF an. Ja. Genau. Ich zeige das einmal schon gerade hier. Also diejenigen, die wirklich visuell da auf höchste Auflösung stehen, die sollten genau das, was der Tim gerade gesagt hat, bitte mit WPS Office arbeiten. Wir sind da schon wesentlich besser geworden. Wir wissen, in den ersten Versionen war das wirklich, entschuldigen Sie bitte, grauselig. Aber ich würde sagen, solange es erstmal auch für die Schülerinnen und Schüler zu lesen ist, sollte das eigentlich alles kein Problem sein. Genau. Also jetzt nochmal für die,
die das erstmal sehen. Also jetzt im Moment ist das PDF geöffnet im Whiteboard, also genau der Effekt, den der Fragesteller gestellt hat. Und das ist tatsächlich inzwischen schon deutlich hochwertiger, was die Darstellung angeht. Aber wenn Sie Einschränkungen haben bei der Darstellung, dann gerne auf WPS Office zurückgreifen oder eben direkt Adobe PDF. Genau. 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 Ja, das Und waren alle WPS Office. Fragen, ja. Genau. WPS Office finden Sie entsprechend im App Store. Das ist das rote Symbol. Und da können Sie dann entsprechend mitarbeiten. Letzter Schritt. Wenn ich angemeldet bin, einmal auf Abmelden drücken. Dann wird alles, werde ich wieder aus meinem Konto abgemeldet. Keiner kann an meine Dateien, die ich in Lumio erstellt habe, beziehungsweise in IQ erstellt habe, drankommen. Wenn ich hier noch die Favoriten beziehungsweise das kürzlich stehen habe, einmal auf Reinigen drücken, hat noch den folgenden Vorteil: Sollten Sie sich im Browser in irgendeiner pädagogischen Lösung von einem Verlag oder Ihr E-Mail-Postfach iServe Learn Management System angemeldet haben, Sie werden aus allen wieder abgemeldet und können aus dem Raum rausgehen und wissen, keiner kommt an irgendwas dran, wo ich mich in den letzten Minuten oder Stunden entsprechend angemeldet habe. Fast eine Punktlandung, 2 Minuten drüber. Ich freue mich trotzdem, dass Sie so zahlreich mit dabei waren. Wenn noch Fragen sein sollten, wie gesagt, Sie bekommen alle eine E-Mail von uns. Sie können jederzeit gerne darauf antworten. Wenn sonst noch ein paar Fragen offen sind, ich gucke mir das alles nochmal im Verlauf nachher in GoToWebinar an. Tim, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt ja hoffentlich noch einen trockenen Tag, nicht mehr ganz so uselig. Und freue mich aufs nächste Webinar, wenn wir uns wiedersehen, wo es dann zum zweiten Teil erste Schritte mit mir und wieder einem Kollegen gehen wird. Schönen Abend wünsche ich. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.